Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic, die Welt der Verurteilten. Okay, dann werden wir mal gucken, welcher Ring das war, den ich hier ablegen muss, sonst greift mich dieser Scar die ganze Zeit an. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben das. Oder war es ein Amulett? Nee, Amulett war es bestimmt nicht. Wenn du meinst. Das ist der Ring. Oh, jetzt kommt wieder die große Frage. Wie lege ich hier was ab? Also da ganz toll. Ah, okay. Das passiert mir nicht nochmal. Hoffentlich war's der. Hey, du, wo hast du diesen Ring her? Nee, okay. Der scheint's nicht gewesen zu sein. Weißt du was? Wir legen einfach mal alle Ringe ab. Ist ja egal. Lass uns lieber über was anderes reden. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Jetzt dürfte mich aber eigentlich nicht mehr ansprechen. Lass uns lieber oder doch? Okay. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Der ist ja richtig nett. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Okay. Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Ja, die haben hier so ihre Eigenheiten hier. Ah, na toll. Das habe ich schon geahnt, dass das passiert. Naja, wir wissen ja jetzt, was die Leute gesagt haben, von dem her ist mir das jetzt eigentlich egal. Okay, wir haben nämlich noch viel zu tun. Wir müssen jetzt in eins der anderen Lager gehen. Will ich zumindest. Ich halte mich da lieber raus. So, wir müssen jetzt erstmal. Na, gehen wir erst ins neue Lager. Wir gehen erst ins neue Lager. Da haben wir noch allerlei zu tun. Glaube ich zumindest. Okay, wir können beherzt diesen Trank hier nehmen, habe ich mir sagen lassen. Juhu, wir haben jetzt 17 Mana insgesamt. Sehr schön. Es geht also voran. Wir haben zwar noch keine wirklichen Spruchrollen. Eigentlich haben wir gar keine Spruchrollen, glaube ich, oder? Doch, ein paar haben wir schon. Aber da können wir noch nicht arg viel damit anfangen, glaube ich. Boah, Monster schrumpfen sogar. Okay, das sollte ich mir besser aufheben. Heilung, Feuerregen, ganz mächtig. Feuerpfeil, Feuerball. Ich glaube, wir können das alles sogar benutzen. Ja, wir haben ja 17 Mana. Aber die Zeit wird kommen, wo wir diese Spruchrollen brauchen werden. Jetzt im Moment noch nicht. So, ich speichere lieber nochmal kurz ab. Alles klar, dann gucken wir mal. Lasst uns ins neue Lager gehen. Hm,
Ja, ich laufe lieber ein bisschen außen lang hier. Wegen dieser berüchtigten Absturzstelle hier. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das später machen, wenn wir da mal rein müssen überhaupt. Oh je. Das kann was werden. Aber wir können uns, da es gerade so schön dunkel wird, wenn er nichts dagegen hat hier. Kavalon? Okay. Ich wage es einfach mal. Okay. Es ist doch Kavalons Hütte hier, aber er scheint nicht da zu sein. Okay. Ja, ist ganz schön einsam geworden hier ohne die ganzen Viecher. Aber irgendwie müssen wir uns ja auch steigern. Das ist nicht Kavalon, nein. Ob er Erz dabei hat? Hey du. Er hat Ende dabei. Okay, das kann ich nicht brauchen. So, die eine oder andere Sache gibt es noch im neuen Lager zu regeln. Und zwar, suche ich natürlich immer noch den Hehler für Fisk. Da muss ich mal gucken. Ich weiß, es wurde mir schon 100.000 Mal gesagt, wer das genau ist. Aber, ja. Ich habe es, denke ich, mal wieder verpeilt. Ich wollte es mir zwar aufschreiben, aber... Na, wir werden ihn schon finden. Wir haben ja jetzt die ganze Folge Zeit, das zu tun. Und entweder in dieser Folge noch oder in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall zurück ins Sumpflager und dann gucken wir mal, ob wir aus dem Novizenstatus hier mal was rausholen können. Lass uns lieber über was anderes reden. Bin ich nämlich schon echt richtig gespannt drauf, was da wird. Weil das ist für mich auch eigentlich sozusagen doppelt gesagt neues Neuland. Neues Neuland. Weil ich war sowieso noch nie Novize hier in dem Spiel, im ersten Teil. Und jetzt auch noch mit der Mod sogar, wo sich noch ein paar Sachen geändert haben. Also total neues Land hier für mich. Okay. Die torkeln hier gerade zur Arbeit. Und nicht gerade toll. Okay, ich hoffe, der war hier unten irgendwo. Ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr. Ja, ihr könnt mich dafür wieder kreuzigen, ich weiß. Eigentlich lassen wir ja nur unsere Jungs hier rein, aber gegen die Bruderschaft kann man wirklich nichts einwenden. Vor allem nicht, wenn die Jungs was zu rauchen dabei haben. Ich habe ein paar Krautstängel bei mir. Hier, nimm einen. Du bist hier immer herzlich willkommen, Mann. Wir waren mal ein bisschen freundlich heute. Ein Schürfer. Senyan, stimmt. Hey, du. Ah, der hat, glaube ich, nichts zu sagen. Ich glaube, das... Okay. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ja, der hat mir mal wieder gezeigt, wie überflüssig ich doch hier bin. Ich will mal nur gucken, was hier oben so ist. Das ist der Kneipenwirt selber, glaube ich. Du störst meine Nachtruhe. Okay, irgendwie habe ich... Kann das sein, dass ich... Oder? Okay, ich habe schon gedacht, ich habe das jetzt. Aber die Mission müsste eigentlich jetzt auch bald mal funktionieren. Hey, wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Du Armer. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ja, aber Schnaps brennen, das muss ich jetzt nicht großartig lernen.
und Sprung. Oh, Beine gebrochen. Egal, weiter geht's. So, ich bin jetzt der neue Wirt hier. Ach, herrje. Ach, wen haben wir denn hier? Bali Sidro. Hey, du. Der macht auch keinen so einen glücklichen Erwache. Eindruck. Erwache. Zeig mir, was du... Hier. Toll. Hier. Grüner Novize. Nein, brauchen wir nicht. Oh, ich muss euch alle abfangen. Stopp. Habt ihr Namen? Cypher? Ah! Okay, er hat was zu tun für mich. Wieder so eine versteckte Quest hier. Und was geht's? Ballo, einer von euren Leuten, hat mir vor kurzem eine Lieferung zukommen lassen. Da du dich hier im Säckenlager rumtreibst, kannst du ihm auch seine Bezahlung bringen. Hier, 50 Erz. Okay, jetzt soll ich ihm das Erz bringen. Ich hatte auch gar keine Wahl. Ich konnte gar nicht Nein sagen. Hey, du. Hey, Mordrak. Zeig mir deine Ware. Such dir was auf. Eigentlich solltest du überhaupt keine Ware mehr haben, aber das kann man ja schnell ändern. So. Ach, was verkaufen wir ihm denn Schönes heute? Wir könnten ihm wieder ein paar Waffen verkaufen, die wir nicht brauchen. Schwerer Zweihänder. Die Betty behalte ich noch. Und ein so ein hammerähnliches Drum behalte ich auch noch. Streitkolben kann weg. Grobe Schwerter. Verwitterte Axt, die haben wir auch mal getragen, glaube ich. Aber das war's auch jetzt gleich wieder. Spitzhacke behalte ich auf jeden Fall. Rostiges Schwert kann weg. Leichte Armbrust. Und da kommt auch schon der große Hammer, der Bogen. Da muss ich jetzt mal gucken. Dann stecke ich doch lieber das Zeug wieder ein. Und wir verkaufen ihm noch ein paar Pfeile. Ja, nick ruhig mit die ganze Zeit. So, wieder 200 Erz gut gemacht. Das muss gleich mit einer großen Speicherung gefeiert werden. So. Eigentlich habe ich hier richtig gute Laune heute, aber das Problem ist, dass ich... Ah, ich weiß auch nicht. Bis später. Gorn redet nicht mit mir. Keiner redet mit mir. Und ich finde diesen Schmied die ganze Zeit nicht. Nein, halt, stopp. Es geht nicht um Schmied, es geht um... Neuer Hehler für Fisk. So. Also. Ich weiß. Phantomdieb Kit hat es mir schon die ganze Zeit immer gesagt. Ja, ja, gut, also es kann schon. Und ich wollte es mir auch dann aufschreiben. Ich habe es mir sogar einmal aufgeschrieben, nur ist dann meine Notizen sind dann verschwunden. Es tut mir leid, ich bin hier bei dem Let's Play, bin ich irgendwie total neben der Spur. Ich weiß auch nicht. Torloff redet auch nichts mit mir. Da oben komme ich nicht rein. So, da kann er nicht sein. Wir gehen das mal systematisch jetzt ab hier. Der wird ja irgendwo zu finden sein. Vielleicht ist er auch in der neuen Mine. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Außer ich bin wirklich einfach nur zu blöd, den zu finden. Ich weiß es auch nicht. Aber ich meine, ich habe hier schon mit jedem geredet. Und es ist auch 9 Uhr fast. Also die sind alle auf den Beinen. Es kann nicht sein, dass hier noch jemand in den Hütten rumliegt, glaube ich. Söldner, vielleicht ist hier oben noch was. Achso, nee, da. Da ist nie, da war ich gerade. Okay. So, Wolf ist es nicht. Bandit. So. Kann man schon mal kategorisch ausschließen. Wen haben wir hier? Homer, das ist der, der den Damm gebaut hat mit dem Lurker. Bandit. Gut, den musste ich aufs Maul hauen, genau. Der ist nämlich auch nicht. So. Wedge haben wir hier. Und der ist, glaube ich, auch nicht. Der kann mir nur irgendwas beibringen. Was kann der mir eigentlich beibringen? Was kannst du mir... Kommt drauf an. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. Stimmt, da war was mit dem Taschendiebstahl. Aber das scheint sich ja nur um das Erz selber zu drehen, glaube ich. Oder, hier nochmal Frage an die Leute, die das Spiel schon kennen, kann man mit dem Taschendiebstahl, oder auch Leute, die Gothic 1 richtig gut schon gespielt haben, auch mit Taschendiebstahl, kann man eigentlich auch was anderes stehlen oder questbedingte Sachen, muss man die stehlen von Opfern? Wenn ja, sollte ich das dann lernen, hey, Taschendiebstahl, du. Oder nicht? Wie viel habe ich überhaupt an Lernpunkten? 19. Oh, da kann man demnächst wieder was machen. Jetzt muss ich aber mal kurz mit ihm reden. Okay, der ist auch nicht... Das wäre schon lange geklärt. War das nicht der Shrike? Bandit? War nicht Bandit?
Roscoe hat auch nichts zu sagen. Da ist Laris, hoffe ich mal, ist das. Laris, ich bleib an deinem Tisch hängen. Oha! Ich habe Diego die Liste übergeben. Okay, der nächste Schritt, dass du zu Gorn gehst, er wird dir alles weitere über den Überfall erzählen. Was hat Gorn damit zu tun? Er ist nicht... Was? Er ist nicht gut für dich? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und red mit ihm. Ach ja, wir nehmen keine Fremden mit unseren Überfällen. Mit zu unseren Überfällen. Du wirst dich also vorher anschließen müssen. Okay, warum sollte ich ihm 400 Erz geben? Verstehe ich nicht. Nö, werde ich auch nicht machen. Hey du. Sharky. Komm, wir gehen langsam die Möglichkeiten aus hier. Ich könnte ein paar... Ja. Nicht mal Pfeile dabei. Pfeile sind das zweite Erz hier in Gothic 1. Bruce, aber wir waren doch schon mit Bruce gerade eben, oder? Hey du. Okay, hier hat er irgendein Amulett, das muss ich mal genauer untersuchen jetzt, was er meint. Hey du. Halt, nicht wegrennen. Interessantes Amulett, das du da trägst. Finde ich auch. Einer unserer ehemaligen Banditen hat mir das mal vor einiger Zeit geschenkt. Das ist Frankus Amulett. Ich denke, du hast es von ihm gestohlen. Ah, ja, okay. Ach, und wenn das so wäre, du kannst ja versuchen, das wieder zu haben, wenn du willst. Ja, sieht so aus, als müsste ich ihn... Kein Problem. Nee, die Waffe, kein Problem. Das ist mal anders. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Wie sieht's aus? Ich bin neu hier. Lager an. Gehen wir zu Laris. Ja, ich glaube, ich muss ihn einfach umschlagen. Die Waffe weg. Kein Problem. Na warte. Jetzt gibt's was aufs Maul. So, jetzt holen wir uns erstmal das Amulett. Amulett von Franco. Geschicklichkeitsbonus plus 10. Okay. Das passiert mir nicht nochmal. Okay, das war er. Bruce. Tja. War nicht besonders. Das wird dir noch leid tun. Er hat eine gezogene Waffe hier gerade gehabt. Hey du. Was willst du? Willst du wieder? Okay, jetzt scheine ich mit Franco reden zu können. Das heißt, da werden wir auch nochmal zurücklaufen. Buster, der kann mir, glaub, lehren Akrobatik. Was willst du? Ich glaube, der kann solch Akrobatik eigentlich lernen. Bringt das was? Also hier zweite Frage, Akrobatik, ja, nein. Also ich selber würde sagen, ja, denn ich finde das in Gothic 2 auch sehr praktisch. Ich glaube, das ist hier im ersten Teil auch eigentlich ganz gut. Da müssen wir nicht mehr so irgendwie so krüppelmäßig da springen. Ich finde das schon ein bisschen blöd. Also wie gesagt, Leute, ich finde den hier nicht. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo man hier einen Hehler herkriegen soll. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof dafür, für die ganze Sache. Wenn du meinst. Ich werde es jetzt offscreen nochmal kurz in der Mine oben versuchen. Ja, falls das was wird, sehen wir uns oben wieder. Falls ich da nicht fündig werde, sehen wir uns, denke ich mal, im Banditencamp wieder, wo wir dann mit Franco dann reden. Also sage ich hier schon mal Tschüss und je nachdem, wo wir uns sehen, bis zum nächsten Mal.